Und herzlich willkommen zu New World, dem lange angekündigten und einige Male verschobenen MMO von Amazon Games. Da warten wir jetzt schon ein ganzes Weilchen drauf. Ich habe das Spiel selbst schon vor einigen Monaten angespielt, durfte euch damals leider noch keinen Content zeigen, fand es aber schon super spannend. Seitdem hat sich aber auch extrem viel getan in dem Spiel. Am Anfang ging das so ein bisschen Richtung Survival-MMO. Jetzt sieht es eher aus wie so ein ganz klassisches MMO. Wir können heute auf jeden Fall endlich mal in die aktuelle Preview-Version reinschauen. Ich habe selbst noch nicht viel davon gesehen, das heißt, ich bin selber total gespannt, in welche Richtung das Ganze jetzt geht. Ich habe nur gehört, es soll sich unglaublich viel geändert haben und kann das nach dem ersten Einloggen auf jeden Fall schon mal bestätigen. Davon machen wir uns jetzt aber gleich selbst ein Bild. Wenn ihr die Preview selbst anspielen wollt, könnt ihr das auch tun, indem ihr das Spiel vorbestellt auf Steam oder Amazon. Alle Links findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Was wir vorher noch ganz kurz machen, ist die englische Version einstellen. Ich habe jetzt die deutsche Version aktiviert und ihr seht, da sind viele Sachen noch nicht übersetzt. Das ist eben erst die Preview und die deutschsprachige Übersetzung ist offensichtlich noch nicht vollständig. Deswegen gehen wir mal kurz zurück ins Menü und stellen hier einfach um auf die englischsprachige Version. Ich denke mal, das wird das Problem dann fixen. Schauen wir mal nach. Ja, und jetzt haben wir hier auch was stehen, was uns so ein bisschen weiterhelfen kann. Und ich sehe gerade, der Server ist so ein bisschen High Population inzwischen. Das heißt, es sind inzwischen einige Spieler dazugekommen. Der war jetzt bisher immer schön frei. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal einen anderen Server und gehen zum Beispiel hier in die Braided Hills und starten hier ein Spiel. Also das sind alles einzelne Server, ist klar. Und dann gibt es wohl auch unterschiedliche Gebiete. Da müssen wir mal sehen, wie das dann genau aussieht, ob wir dann auf bestimmten Gebieten auf der Map spawnen. Ich nehme es mal an. Das werden wir dann noch sehen. Seitdem ich das letzte Mal reingeschaut habe, hat sich doch ziemlich viel getan. Es sieht also so aus, als müssten wir mit unseren Freunden auf einem Server spielen. Macht Sinn, sonst können wir mit denen nicht zusammenspielen. Und wenn wir einen Charakter auf Braided Hills erstellen, dann können wir auch nur diesen einen auf Braided Hills haben und können keinen zusätzlichen auf anderen Servern erstellen. Ich glaube sogar, dass man momentan zumindest nur einen Charakter erstellen kann, egal in welchem Startgebiet. Auf welchem Server, das heißt, man kann nur auf einem einzigen Server spielen. Ihr solltet euch da unbedingt mit euren Freunden absprechen, auf welchem Server ihr starten möchtet. Witnessed their power. I have. We've all heard the legends. Every child has heard the legends of the cursed sea. The stories of ships vanishing without a trace. How many have been lost over the years? Dismissed as fantasy. The nobles, the church. They all knew the truth. Out there was growing something terrible. The threat grows once more as the bourgeoisie slumber. Your ship is docked and your crew assembled. We can pretend no longer. Left unchecked, the veil will surely fall. And all will be lost to madness and ruin. This corruption must be stopped.
Okay, da sind wir in der Charaktererstellung. Und ja, sieht so aus, als müssten wir rausfahren als Kapitän möglicherweise des Schiffes und fahren dann raus auf das verfluchte Meer und sieht nicht so gut für uns aus. Mal gucken, wie das ausgeht. Der komische Kollege, der ist wohl schon einmal gekentert da in diesem verfluchten Meer und hat es irgendwie rausgeschafft. Das ist schon mal so ein bisschen ermutigend. Wir können es auswählen, ob wir männlichen oder weiblichen Charakter wollen. Ich denke, wir nehmen mal den männlichen hier. Und dann wählen wir uns so ein schönes Gesicht aus. Welchen nehmen wir denn da? Irgendeinen ganz hübschen natürlich. Ja, nehmen wir uns mal den, der sieht schön grimmig aus. Dann können wir noch die Hautfarbe wählen. Dann machen wir den noch so ein bisschen sonnenverbrannt, auch wenn das Meer jetzt nicht wirklich sonnig aussah. Ne? Und dann brauchen wir noch eine schöne Frisur. Okay. Ein bisschen sehr zerzaust vielleicht. Alles klar. Wie wär's denn? Oh, da gibt's einen Iro. Keine Frage, den nehmen wir natürlich. Wie sieht das aus? Ist doch schick, oder? Der Bart, den können wir auch noch ändern, wenn wir wollen. Nehmen wir mal. Da gibt es auch wieder einige zur Auswahl. Welchen Bart nehmen wir denn? Oh, so einen richtig schönen Seemannsbart. Ist doch gut. Oder. Oh, die sind ja riesig. Das sind mal echte Mattenchops hier. Ein kleinen Ziegenbart. Oder. Was passt denn gut zu so einem Iro? Ein Amish-Bart eher nicht. Nehmen wir vielleicht doch so einen Vollbart oder sowas. Einen richtigen oder nehmen wir mal einen kurzen Vollbart? Okay. Mehr kann man dann wohl auch nicht auswählen, wie es aussieht. Das heißt, wir gehen mal weiter. Next. Und geben unseren Namen ein. Damit uns jeder erkennt und weggenken kann. Da hat sich aber ziemlich viel geändert. Also es ist kein PvP-Spiel mehr, so wie ich das sehe. Sondern so ein klassisches PvE-MMO. Aber das sehen wir ja dann gleich. Okay. Wir sehen jetzt so aus und wir heißen jetzt so. Und daran lässt sich auch nichts mehr rütteln. Mir guckt. Alles klar. Läuft. Okay, wir sind nicht der Captain. Das ist unser Captain. Wir sind nur einfache Matrose schon, oder? Naja, nicht ideal. Bis zum Ufer haben wir es dann wohl doch nicht geschafft, aber der Versuch zählt, ne? Mal gucken, ob wir es vielleicht irgendwie noch ohne Schiff ans Ufer schaffen. Ich hoffe es doch. Okay, Déjà-vu. Wir wachen am Strand auf. Oh, ist das unser Captain? Also das hier ist dann so ein bisschen das Tutorial. Das ist relativ kurz. Jetzt sprechen wir nochmal mit unserem Kapitän. Oh, wer ist das? Oh. Untote. Also Rechtsklick ist blocken und Linksklick ist angreifen. Mit Space können wir ausweichen. Und dann greifen wir wieder an. Heavy Attack. Müssen wir die Maustaste ein bisschen gedrückt halten und können dann einen starken Angriff machen. Das ist der Captain Thorpe. Das ist wohl unser Kapitän gewesen. Dem geht's nicht mehr so gut. Mal gucken, was der uns zu erzählen hat. Okay. Hier ist das Böse. Der Priester, also der andere Kollege, der das hier schon mal überlebt hat und uns wieder hierher gebracht hat. Das ist wohl ein Priester und der nennt das Ganze hier Corruption. Und die frisst unseren Kapitän jetzt auf. Okay, also der gibt uns jetzt irgendwas, was wohl dann so da ist, die Armee von diesen Verseuchten zu besiegen. Also das ist wohl super wichtig. Und wir brauchen Hilfe, das heißt wir müssen erstmal gucken, ob wir hier irgendwo ein bisschen Hilfe finden. Ein paar Leute zur Unterstützung, um gegen diese Untoten zu kämpfen. Und scheinbar wird gegen diese Untoten schon ziemlich lange gekämpft. Also die Bevölkerung hier hat wahrscheinlich schon Erfahrung damit. Das heißt, wir suchen mal so eine Siedlung auf und suchen uns Verbündete. Und wir müssen diese Verfluchten stoppen, bevor es alles noch schlimmer wird, sozusagen. Alles klar. Ich glaube, er hat sich aufgelöst. Aber er hat irgendwas für uns dagelassen, so eine Tasche. Schild, was zu essen und eine Box. Das ist dann wohl der Schlüssel, ne? Inventar wird über Tab aufgerufen, dann haben wir hier so ein paar Rationen drin. Die ziehen wir jetzt irgendwie... Ach, das Schild hier, ne? Das Schild ziehen wir mal in den Schildslot. Die Ration in den Quick Access Slot. Da sind noch zwei gelockt. Level 15, Level 45 schalten wir die erst frei. Und dann haben wir noch diese... Box bekommen, alles klar.
Sieht so aus, als hätten wir hier Repair Parts. Okay, also scheinbar kein Gewichtslimit, oder? Doch, da ist ein Gewicht. Ah. Es gibt irgendwie Gewicht, aber ich sehe jetzt noch kein Limit. Müssen wir mal gucken, wie das dann aussieht. Wie viel wir tragen können, so. Wir sollen was essen und trinken. Machen wir das doch direkt. Essen so eine Ration. Zu trinken haben wir nichts. Das muss reichen. Und ja, wir können sprinten. Wir sollen jetzt diesen Friedhof hier erstmal entkommen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Plan. Also hier sind schon so ein paar Schiffe mal gekentert, wie es aussieht. Wir waren nicht die Ersten. Aber wir sind doch noch nicht mal hier angekommen. Die anderen sind wenigstens angekommen. Ne? Was sind das für einige? Ich block dich. Ausweichen. Hau ihn. Blocken. Ja, also wir können so um die rumlaufen und die reihen das nicht sofort. Das ist ganz praktisch. Die greifen dann weiter nach vorne an. Da war uns noch einer. Wo geht's denn hier raus? Den müssen wir bestimmt auch platt machen, oder? Jump Attack! Geht nicht. Also Jump Attack ist nicht so gut. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Mach ihn weg! Jawohl. Die droppen noch nicht mal was. Könnt jetzt schon mal irgendwas Schönes droppen für uns. Und ich glaube, da vorne sind wir dann auch schon aus dem Tutorial draußen. Ein Besoffener. Ersoffener, ne? Das war nix. So ein bisschen schneller blocken. Jetzt haben wir ihn. Ja. Und wenn wir sprinten, dann können wir auch Sachen hochspringen. Also das ist ganz praktisch. Wenn man schon sprintet, dann läuft man automatisch alles hoch. Mit C können wir uns so ein bisschen ducken und auch vor PvP-Gegnern so ein bisschen verstecken scheinbar. Das ist also gleichzeitig so eine Camo-Crouch. Der sieht irgendwie fieser aus als die anderen. Das ist aber auch Level 1, ne? Komm nur her, du. Schaff dich schon. Das ist also jetzt schon down. Easy peasy. Keine Chance. Oh, der blockt. Vielleicht hat er doch Chance. Jawohl. Der ging durch. Okay. Über K kommen wir dann ins Fähigkeitsmenü. Und da sehen wir schon, da gibt es einige Waffen. Und jede Waffe hat so ihre eigenen Fähigkeiten. Also da gibt es ganz klassische Skillbäume. Hier einmal den Schwert-Skillbaum und den Schild-Skillbaum. Ich glaube, wir nehmen mal... Ich kämpfe immer nur gegen einzelne Gegner, oder? Das heißt, wir nehmen mal dieses Shield-Bash. Weil der Schwertangriff, der ist gegen mehrere Gegner. Nehmen wir mal den Schild, die Schildfähigkeit und testen die so ein bisschen. Wir müssen jetzt eh erstmal alles ausprobieren. Okay. Und dann geht's hier hoch, ne? Also die FPS habe ich euch mal eingeblendet, dass ihr so eine Vorstellung davon bekommt. Ich spiele mit einer 1080, also GTX 1080. Das heißt, ihr seht, wie da ungefähr die FPS sind. Und ich habe eigentlich die Einstellung alle ziemlich hochgedreht. Gehen wir mal auf Visuals. Und Video Quality ist auf Very High. Effekte sind High, also ich habe hier alles auf Very High. Das ist die höchste Stufe. Ich glaube, das habe ich überall so. Hey, mach mal zu jetzt, okay. V-Sync ist aus und Max FPS habe ich jetzt mal auf 60 gelimitet. Das kann ich auch mal ancappen, dass ihr so seht, wie hoch das geht. Aber die Performance ist auf jeden Fall absolut akzeptabel. Da sehe ich jetzt überhaupt gar keine Probleme. Jetzt schauen wir mal, wie hoch die FPS gehen ohne Cap. Ja, dann sind wir so bei 80. Dann geht immer höher, ne? Weil wir hier in diese Schlucht reinlaufen. Da draußen haben wir dann nur 50, wenn ich rausgucke, 60. Sowas in dem Dreh. Damit ihr ungefähr eine Idee habt, wie die Performance aussieht. Oh, hier sieht es viel schöner aus. Grün. Bäume. Ja, und mal gucken, wie das jetzt alles... Oh, Aussicht. New World. Da sind wir. Also wem auch immer das Schiff da unten gehört... Ah, das sind mehrere Schiffe, ne? Die sind auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter gekommen als wir. Oder wir sind auf einer vorgelagerten Insel irgendwie gelandet, ne? Okay, wir gehen jetzt mal da runter in den schwarzen Nebel. Das ist bestimmt gut. Das ist der einzige Weg. Oh ja, da wartet schon irgendwer auf uns. Reden wir mal mit dem Typen. Gucken, was der zu sagen hat. Hey, du! Okay.
Das Licht ist schon mal angegangen. Was war das? Irgendwas stimmt mit dem nicht. Der ist nicht ganz normal. Der ist auch ziemlich groß, wenn ich mir den jetzt so angucke. Block, block, block. Okay. Spring weg. Also, die Reaktion ist nicht super schnell. Man muss so ein bisschen schnell sein, ein bisschen vorausplanen. Okay, fast wäre ich weggekommen. Block ihn doch. Kann man Feuer überhaupt blocken? Wahrscheinlich nicht, ne? Ding. Das ist ein bisschen hakelig, das Kämpfen, ehrlich gesagt. Gucken wir mal, ob wir den vielleicht... Ausgewichen. Shield Bash. Jawohl. Das macht dem nichts. Das ist, glaube ich, ein Boss. Deswegen ist der so dick. Komm nur her, du. Oh, der ist echt schnell. Jawohl. Okay. Einfach drauf. Defensiv ist nicht so gut hier, in dem Fall. Jawohl. Erwischt. Okay. Lebt er jetzt? Was macht der? Okay. Leben wir noch? Vielleicht? Wir werden sehen. Ladebildschirm. Und jetzt sollten wir dann gleich in der eigentlichen Welt respawnen, hoffentlich. Da sehen wir schon so ein paar Bilder aus der Welt. Okay. So sieht es hier jetzt aus. Wir sind also am Strand gelandet. Da brennt ein Riesenfeuerchen. Okay, schauen wir auf die Map, wo wir hier sind. Ja, also es gibt wohl unterschiedliche Startgebiete. Ich bin schon mal testweise ganz kurz auf einem anderen Server gespawnt, bin ungefähr genauso weit gekommen. Und da bin ich, glaube ich, hier unten in dem Bereich gespawnt. Also die Server haben wohl eigene Startgebiete, immer nach Namen. Wir sind jetzt hier in diesem hügeligen Gebiet gespawnt, ne? Da gibt es eben noch so ein paar andere. Das letzte, wo ich gespawnt bin, war, glaube ich, Küste. Das war hier unten, glaube ich. Also da könnt ihr euch dann so ein Startgebiet auswählen. Und ja, jetzt haben wir den Server hier komplett zum Bespielen. Das heißt, wir haben ja ziemlich viel zu erkunden, wenn ich mir das so angucke. Mal schauen, wie groß die Distanzen eigentlich sind. Wir sollen jetzt... Gucken wir mal ins Journal, was wir tun sollen. Wir sollen eine Zivilisation finden. Also wahrscheinlich ein Dorf oder sowas. Okay. Nee, wir sollen den Watchtower finden. Also hier gibt es einen Watchtower und da steht der Watcher Douglas, also so ein Wächter oder sowas. Und den gucken wir uns an und dafür kriegen wir Stiefel, wie es aussieht. Okay, machen wir das doch direkt mal. Machen wir die Map zu. Und, okay, wir haben ja sogar einen Marker oben. Also wir sehen auch die Himmelsrichtung, das ist auch schon mal ganz praktisch. Und hier liegen ein paar Flintsteine rum. Feuersteine nehmen wir mit. Können wir bestimmt gebrauchen. Also das Spiel ist... wohl so ein bisschen weggekommen vom Survival, habe ich gehört. Müssen wir mal gucken, inwieweit das stimmt. Also gibt es offensichtlich noch einige Ressourcen zum Aufsammeln. Das heißt, ein bisschen Crafting wird auf jeden Fall involviert hier sein, denke ich mal. Das ist der Watcher Douglas. Hier ist auch schon ziemlich Party, ehrlich gesagt. Oh my. Wir sehen so aus, als hätten wir schon ein bisschen gekämpft heute und wären halb ersoffen. Ja, das tun wir. Unser Kapitän lebt leider nicht mehr. Ja, wir sind absichtlich hierher gekommen, klar. Und die Box gehört uns. Die geben wir nicht her. Der hat ziemlich viele Fragen. Das stimmt auf jeden Fall. Der will sie erstmal direkt ausfragen. Und hier gibt es irgendwelche roten Stürme auf. Also rund um die Insel. Die wenigsten überleben die. Deswegen sind ja auch so viele Leute gestrandet. Wegen diesen roten Stürmen mit den Tentakelviechern, die einem dann das Schiff versenken. Wir brauchen dringend Stiefel, sagt er. Das macht auf jeden Fall Sinn. Das Terrain hier ist so ein bisschen rau. Okay. Aber der will auch irgendwas von uns. Wir nehmen jetzt mal die Stiefel. Das ist schon mal nett, dass es uns Stiefel gibt, ohne dass wir was gemacht haben. Und dann geht es hier eben los mit dem Questen so ein bisschen. Der interessiert sich zwar sehr für unsere Story, aber irgendwie gibt es auch Wichtigeres zu tun. Das heißt, wir sollen hier erstmal diese ganzen Ertrunkenen, die da rumlaufen, wieder richtig ins Jenseits befördern. Damit die aufhören, hier rumzulaufen, dafür kriegen wir Coins und einen Bogen. Und 400 XP, das machen wir auf jeden Fall. Und der Kollege ist ziemlich gut ausgestattet, wenn ich mir den so angucke. Ich bin jetzt ein bisschen neidisch. Der hat uns zwar Stiefel gegeben, aber... ja, ich hätte gerne seine Ausrüstung. Okay, wir haben jetzt so Stiefel, die können wir wahrscheinlich hier dann so equippen. Ja, das sieht schon mal gut aus. Jetzt fehlen uns noch Handschuhe und so ein Hut, ne? Müssen wir gucken, ob wir irgendwo sowas finden. Und wir sollen jetzt drei von den Ertrunkenen killen. Machen wir das mal.
Die Büsche kann man wohl abbauen oder mitnehmen oder einsacken. Was in der Art. Nehmen wir mal so ein paar mit. Dann haben wir gleich so ein paar Ressourcen am Start, falls wir die brauchen sollten. Der Respawn ist offensichtlich ziemlich gut. Also die Sachen müssen fast instant respawnen, sonst wären hier nicht so viele Ressourcen bei der Menge an Leuten. Kayuka. Das heißt, wir sollten wahrscheinlich nicht so weit weglaufen, weil hier wahrscheinlich dann auch die ganzen Untoten sofort nachspawnen. Okay, das ist einer. Den schnappen wir uns. Hey du! Keine Chance! Das ist ein Level 3er. Das ist nicht ideal. Okay, aber die gehen ziemlich einfach. Von denen sollen wir jetzt 3 meucheln. Die können eigentlich mal irgendwas für uns droppen, ehrlich gesagt. Ist hier irgendwo noch einer? Das sind ganz normale Büsche, die geben auch Holz. Okay. Oh. Mangrovenwald. Hier sehe ich aber keine Ertrunkenen mehr, ehrlich gesagt. Peaks! Okay, die starken Angriffe sind nicht so viel stärker als die normalen. Macht jetzt keinen so gigantischen Unterschied. Zerlegt. Okay, wir haben Sword Mastery bekommen. Das klingt doch mal gut. Also wir leveln auf jeden Fall so ein bisschen unser Schwert hoch, gerade beim Kämpfen. Die Grafik gefällt mir ziemlich gut. Das sieht schon echt schick aus. Ich denke, da kann man nichts sagen. Mach ihn weg! Kampfsystem ist interessant. Okay, der hat sogar ein bisschen Loot. Flint Arrows. Dann brauchen wir jetzt nur noch den Bogen, ne? Und wir sollen noch so ein Schiffwrack untersuchen. Das hätten wir vielleicht zuerst machen sollen, ehrlich gesagt. Das in der Richtung. Jetzt geht's wieder los mit den Quests lesen. Da bin ich nicht so gut drin. Gehen wir mal rüber zu diesem Schiffswrack. Wasser. Also wir können auch trinken. Ist das gut, wenn wir was trinken? Aber bestimmt ist das gut. Okay. Ja, also da laufen auch überall Untote rum. Grafik sehr schön. Performance auch gut. Kampfsystem ein bisschen hakelig gegen einzelne Gegner. Echt ziemlich cool. Macht Spaß. Bei mehr Gegnern wird es dann wahrscheinlich so ein bisschen hakelig. Also wenn man dann ein paar Mal getroffen wird und so, dann wird das alles ein bisschen schwierig. Aber so gegen einzelne Gegner ist das mit den Blocken auf jeden Fall eine coole Geschichte. Es gibt ja noch diverse weitere Waffensysteme. Ich denke, die Quest haben wir erfüllt. Das heißt, wir gehen jetzt direkt wieder zurück nach Hause. Zu unserem neuen Zuhause im Wachturm. Hier soll es eigentlich sicher sein. Hier stehen ja genug Leute rum. Dann können wir mal kurz ins Menü reingucken. Der erste Kollege heißt schon Pay to Win. Alles klar. Ich denke, Pay to Win gibt es aktuell noch nicht. Also davon weiß ich nichts. Da ist, glaube ich, auch noch nicht viel angekündigt in die Richtung. Das Spiel ist ja auch ein Spiel, bei dem man, wo man beim Kauf schon was zahlt. Das heißt, ich denke nicht, dass da großartig irgendwie Pay to Win oder sowas geplant ist aktuell. Ich hoffe es nicht. Ich habe noch von nichts gehört. So eine kleine Abschweifung hier nebenbei. Und das ist eben unser Inventar. Es gibt aber auch noch hier dieses Menü. Und da haben wir jetzt eben zum einen mal die Map drin, die haben wir schon gesehen. Wir haben die Companies, also man kann eben Gruppen erstellen. Wir könnten hier eine Gruppe starten und dann in einer Gruppe kämpfen und losziehen. Ich denke, dass das Spiel auch sehr auf Gruppen ausgelegt ist. Also es ist schon wieder so ein richtiges MMO. Da kann man zwar auch alleine ganz gut spielen, aber ich denke, früher oder später sollte man sich da eine Gruppe suchen, beziehungsweise sogar so eine Company. Eine Company können wir noch nicht gründen. Dafür müssen wir erst in so einer Fraktion sein, der wir noch nicht sind. Ich denke, das kommt dann mit der Zeit. Da darf man dann bestimmt irgendwie eine Fraktion wählen. Und momentan gibt es auch noch keine Companies. Also da sind wir einfach noch nicht so weit hier in dem Spielstand. Im Journal sehen wir eben die Quests, die wir aktuell haben. Da haben wir sowieso nur eine. Bei den Dokumenten sehen wir eben so interessante Dokumente, die wir gefunden haben. Da haben wir, glaube ich, auch noch gar keine. Und bei, also über K kommen wir in dieses Charaktermenü rein. Da sehen wir unsere Bio. Da haben wir auch noch nicht wirklich viel. Da müssen wir erstmal so eine Fraktion joinen und dann wird da wohl mit der Zeit aufgelistet, was wir so gemacht haben. Es gibt die Attribute ganz klassisch. Das sind auch nur 5 Stück, also schön übersichtlich. Wir brauchen also dann wahrscheinlich hauptsächlich Stärke und vielleicht Constitution, damit wir möglichst lange durchhalten. Ich denke auch, dass ich so ein bisschen Richtung Constitution gehen werde, so ein bisschen Richtung Tank. Wenn man so allein unterwegs ist, dann ist es meistens ganz gut in MMOs. Und dann gibt es noch die Weapon Masteries. Da haben wir schon mal kurz reingeguckt beim Schwert. Da gibt es jetzt aktuell eben diese 7 Waffen, müssten das sein. Und die haben alle so ihre eigenen Skillbäume. Wir gucken jetzt einfach mal hier in den Warhammer noch mit rein. Und da gibt es dann eben immer so 2 Skillbäume. Den Juggernaut, der jetzt dann wohl so ein bisschen Richtung
Blocken geht. Der klingt dann wohl so ein bisschen defensiver. Und dann gibt es den Crowd Crusher, der dann wohl so ein bisschen Splash Damage macht. Ja, also das sind Angriffe gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Also das dürfte so in die Richtung gehen. Und das gibt es eben für alle Waffen. Außerdem haben wir die Möglichkeit, die Waffen zu switchen. Das können wir uns nochmal kurz angucken. Wir sehen hier rechts unten. Moment, sehen wir das überhaupt? Ich glaube, das sehen wir nur hier, ne? Also wir sehen rechts unten, welche Waffe ausgewählt ist. Wir können drei Waffen equippen. Wir haben im Moment Schild und Schwert draußen. Und dann gibt es hier noch zwei Slots. Ab Level 5 haben wir den zweiten und ab Level 30 den dritten. Und da können wir noch zwei Waffen reinpacken, die wir dann wohl auch irgendwie so ein bisschen hochleveln können. Ich denke also, dass wir pro Waffentyp... Müssen wir mal kurz gucken, wie das eigentlich geregelt ist. Also ich kann noch nicht genau sagen, wie das ist. Soweit bin ich natürlich noch nicht. Wenn wir jetzt mal bei Charakter nochmal gucken, bei den Weapon Masteries. Wir haben ja hier Punkte zu vergeben. Also wir haben schon einen Punkt vergeben und mehr haben wir jetzt auch aktuell nicht. Das heißt, mehr Punkte kann ich nicht vergeben. Wenn ich jetzt bei einer anderen Waffe reinschaue, zum Beispiel beim Hammer, habe ich auch keine Punkte zu vergeben. Das heißt, man muss praktisch seine Skillpunkte nutzen, um mehrere Waffen hochzuleveln. Was dann auch ganz interessant ist, ist dann die Frage, wie hoch das eigentlich leveltechnisch geht und wie viele Punkte man dann letztendlich bekommt. Ob sich das überhaupt lohnt, drei Waffen parallel hochzuleveln oder ob man sich nicht eher vielleicht auf eine oder zwei konzentrieren sollte. Also am Anfang, denke ich, macht es mehr Sinn, sich zu konzentrieren und hier so einen Skillbaum mal nach unten durchzuleveln. Aber fragt mich nicht, das müssen wir dann noch testen. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz interessant, dass man da auch sich nicht so sehr spezialisieren muss, sondern auch mehrere Waffen parallel nutzen kann. Also es gibt eigentlich keine Klassen, sondern es gibt nur diese Waffensysteme. Und die kann man eben, ich drücke hier immer das Inventar, die kann man eben so nach Belieben mischen und ja, man kann auch leveln, was man möchte. Wir können auch jederzeit hier respecken, dann kriegen wir unseren Punkt zurück und dann können wir einfach mal was komplett anderes ausprobieren. Da fehlen mir aber momentan noch die Waffen zu. Und zu guter Letzt gibt es dann hier noch die Trade Skills. Da gibt es einige zur Auswahl. Also sieht schon so aus, als bräuchte man da wirklich eine Company, wo dann jeder so seine Spezialisierung hat und man da so ein bisschen tauschen, zusammenarbeiten kann, um das Spiel auch wirklich voll auszukosten. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier nicht die Möglichkeit haben, mehr als ein oder zwei Sachen wirklich durchzuskillen komplett. Sieht auf jeden Fall super interessant aus. Also das ist wirklich ein Haufen Zeug, was es hier gibt, was man dann so einzeln hochleveln kann. Zum Beispiel bestimmte Handschuhe. Und die kann man dann wohl Stück für Stück hochleveln bis zu Level 50 Handschuhen, die man da dann auch erst mit dem entsprechenden Armoring-Level von 50 überhaupt craften kann. Wann man die anlegen kann, ist da die andere Frage. Ich gehe mal davon aus, dass man möglicherweise auch Level 50 zum Anlegen braucht. Steht jetzt so genau nicht dabei. Wäre natürlich cool, wenn ich die jetzt auch schon anlegen könnte, aber wir haben sowas sowieso nicht zur Verfügung. Von dem her ist das für uns jetzt erstmal nicht so relevant. Aber es sieht also so aus, als gäbe es da wirklich ordentlich Sachen zu skillen und okay. Das sind hier wohl Skills einfach zum Aufsammeln. Ganz interessant, da können wir dann wohl besser Holz sammeln, wenn wir Logging skillen. Also das sind die Gathering Skills. Das waren die Crafting Skills, die wir schon gesehen haben mit den Handschuhen. Und dann gibt es noch die Refining Skills. Da können wir dann zum Beispiel Metall einschmelzen. Oder Steel oder Star Metal oder Orichalcum. Alles klar. Oder Gold, Platin. Also man braucht wirklich Spezialisierung für die einzelnen Geschichten. Da bin ich gespannt, wie viel davon man als einzelner Spieler eigentlich lernen kann. Ja, also das mal so als ersten kurzen Einblick in New World. Wir sind, glaube ich, schon wieder ziemlich lange dabei. Ist ein MMO, das heißt, das Ganze kostet einfach so ein bisschen Zeit, auch um so ein bisschen überhaupt zu zeigen, worum es hier geht. Aber ich finde es auf jeden Fall so auf den ersten Blick schon mal super interessant. MMOs habe ich immer gerne gespielt, habe ich auch super viele gespielt. Ich habe richtig viel Zeit zum Beispiel mit WoW verbracht, hatte da auch super viel Spaß dran. Also für mich auf jeden Fall ein interessantes Game. Ich denke, wir gucken da noch ein bisschen tiefer rein, je nachdem, wie sehr euch das interessiert. Schreibt es mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel so haltet, ob ihr euch das schon angeschaut habt, ob ihr da gespannt drauf seid auf den Release und ob ihr da richtig einsteigen wollt. Oder ob das vielleicht für euch gar nicht so recht was ist. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer reingucken. Ich denke, da kommen auch noch ein, zwei Videos. Vielleicht machen wir sogar mal einen Stream, wenn ihr Lust habt, dass wir hier so ein bisschen tiefer reingucken können. Wie gesagt, MMOs sind zeitintensiv. Das heißt, da müssten wir dann fast schon einen Stream starten, um hier ein bisschen Progress zu bekommen. Aber auf den ersten Blick sieht es auf jeden Fall schon mal ziemlich vielversprechend aus. Ist halt ein relativ klassisches MMO.
Ich weiß jetzt noch nicht, inwiefern sich das von anderen MMOs dann abhebt, aber Grafik und Playstyle gefallen mir fürs Erste ganz gut. Ja, und das war's erstmal von mir und New World. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ich würde mich freuen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann!